TDI und Audi, das ist etwas, was ganz, ganz eng miteinander verbunden ist. Der Dieselmotor war sicherlich vor der Einführung des TDIs 89 ein Nischenmodell. Wenn irgendetwas dem Image des Dieselmotors gefehlt hat, dann war es vielleicht damals ein bisschen Sportlichkeit. Seine Effizienz, der gute Verbrauch, das gute Leistungsverhalten, das war ja damals schon etwas, was den Dieselmotor bei den Kunden sehr beliebt gemacht hat. Und wo ist das Licht? Links am Lenkrad, der kleine Hebel. Und der Tank? Bis zu 1300 Kilometer ohne zu tanken. Der Audi A6 TDI. Vor allem konnten wir dem TDI zunehmend das Thema Emotionalität anheften. Von einem Gebrauchsmotor in einem unemotionalen, trägen Fahrzeug hin zu einer aktiven Fahrmaschine. Für mich hat es ganz einfach gut zusammengepasst, einen Dieselmotor zu entwickeln, der dann auch Leistungspotenziale bringt, die mit dem Motorsport sauber zu vereinbaren sind. Ich durfte das erste Mal einen R10 damals fahren, TDI, und ich war überrascht, weil da war eigentlich überhaupt kein Sound zuerst dahinter. Da war nur ein enormes Drehmoment, das war wirklich der Hammer. Wir haben dem Diesel im Rennsport ganz klar zum Durchbruch verholfen. Das werde ich nie vergessen, war Alan McNish, wie er das allererste Mal in Sebring in dem Auto gesessen ist. Der ist dann 3-4 Runden gekommen, an die Box gefahren, ausgestiegen, lief auf mich zu, streckt mir die Hand aus und sagt Thank you. Und sage ich, wofür bedankst du dich? Sagt er, für die Power. Den ganz großen Vorteil zu haben, genauso schnell wie die Schnellsten fahren zu können, aber doppelt so weit. Für mich ist der Dieselmotor das effizienteste und zukunftsfähigste Aggregat, das wir haben, das uns auch helfen wird, die Probleme der Mobilität der Zukunft zu lösen.